So, damit herzlich willkommen zum Grand Prix von Frankfurt, wie es hier heißt. 201 Kilometer von Eschborn nach Frankfurt. Mein Heimrennen sozusagen. Und mit dabei ist auch heute wieder der Lieblingssub Konrad. Ja, ihr Liebling. Ja, hallihallo. So, dir geht's immer noch gut? Immer. Das ist schön. So, und wir wollen heute natürlich versuchen, das Rennen zu gewinnen. Wer hätte es gedacht? Ist ja eigentlich immer so das, was man versucht bei so einem Rennen, ne? Würde ich jetzt mal sagen einfach. Ja, sollte man. So. Kann man mal machen. Hier fährt einer mit, der heißt Tanner. Nee. Doch. Der Tanner. Tanner. Ja, ist halt so. Ja. Ja, ist halt, kennst halt nur durch mich, ne? Ja. Ja, ja, mir egal. Okay, Mann. Okay. Wir haben heute, ich sage einfach mal, wen wir hier mit dabei haben. Wir haben heute mitgenommen den Tekle Heimanot, Debesay, Andreas Stauf, Gerdemann, Tewelde, Ciolek, Jim und Aaron Brown. Und mal gucken, was wir heute schaffen können. Ciolek ist natürlich der Kapitän, unser Allgemeinteam-Kapitän. Und apropos Kapitän, wir hatten es ja in der letzten Folge noch davon, von wegen, dass Radsport ja irgendwie ein Einzelsport ist, aber irgendwie auch ein Mannschaftssport. Mhm. Weil jede Mannschaft hat ja einen Chef, also einen Kapitän. Ja. Und passt doch, ne? Ist doch Mannschaft. Ja. Ja. Naja, ja, ist halt so. Ja, ist halt so. Keine Ahnung, ich wollte jetzt nur wieder eine dumme Referenz machen, die eh wahrscheinlich wieder keiner versteht, außer Leuten, die das Play nicht gucken. Ja. Es tut mir leid. Kein Problem. Irgendwie ist das Lied gerade sehr, sehr laut im Hintergrund. So, jetzt nicht mehr so. Jetzt ist es ganz leise. So, Ausreißergruppe scheint sich hier vielleicht jetzt zu bilden. Ja, jetzt sieht's gut aus. Also, drei Mann sind vorne. Einmal der Luxemburger Laurent Didier. Dann der Kolumbianer Ospina aus der CCC-Mannschaft. Und dann haben wir noch Omar Fraile aus der Caja Rural-Mannschaft. Die drei haben sich jetzt abgesetzt. Ah, da kommen noch ein paar hinterher, die auch versuchen, noch in die Gruppe reinzufahren. Aber das wird natürlich schwierig. Ja. So, wir versuchen ein bisschen, so gut es geht, das Rennen zu kontrollieren und dann natürlich alles auf einen Sprint ankommen zu lassen, den wir hoffentlich nicht verkacken werden. Die Konkurrenz ist nicht allzu groß. Wir können mal gucken, Ben Swift ist mit dabei. Das ist mit Sicherheit ein schneller Fahrer aus der Sky-Mannschaft. Dann haben wir Krag, oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Da werde ich wieder gehauen, wenn ich den so ausspreche. Einer hat mal unter meinem Video kommentiert, nachdem ich den Namen einfach Krag ausgesprochen habe, dass es, ich zitiere, schon lustig sei, wie manche Leute die Namen aussprechen, wenn sie keine Ahnung haben. Oh! Mhm. Wie würdest du den entsprechen? Das ist ein Däne. Wie schreibt er sich? Das ist ein Däne und der wird K-R-A-G-H gesprochen. Ja, Krag. Geschrieben, meine ich. Ja, ich hätte jetzt auch Krag gesagt. Vielleicht wird er Krach. Krach gesprochen. Kann ja auch. Krach. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber Krag fand ich jetzt eigentlich nicht so abwegig, ehrlich gesagt. Auch noch beim Dehnen. Ja. Naja, gut. Ist ja egal. Der meldet sich jetzt auch an. Ja. Oh, wer ja. Zockst du nicht? Wir leveln. Oh Mann. Okay, gut. Mann, es tut weh, ey. Na gut. Okay. Wir müssen jetzt über irgendwas reden. Ja. Worüber wollen wir reden, Konrad? Wir hatten gerade eben noch so viele Themen, aber durch diese ständigen Aufnahmepausen, die ich hier ständig mache, dadurch, dass immer... Also wir hatten schon Fußball, wir hatten schon American Football, wir hatten schon ein bisschen Eishockey und wir hatten schon Radsport. Hm. Was hast du denn noch so für Sport gemacht, außer Fußball und Fahrradfahren? Handball, ganz kurz. Echt? Ja. Warum nur kurz? Weil ich da eigentlich nur von meinen Eltern dazu getrieben wurde. Echt? Aber es ist doch eigentlich auch ein schöner Sport. Weil ich hatte irgendwie keinen Bock.
Und ich war schon. Kein Bock. Ja, ich hatte keinen Bock auf Handball. Das hat mir irgendwie nichts gegeben damals. Okay. Und vielleicht. Wie warst du da? Da war ich. Da war ich auf jeden Fall noch nicht eingeschult, also jünger als 6. Okay. Naja. Und da du mich ja. Schon Handball spielen, echt? Ja, so Bambinis halt, oder wie es heißt. Und da du mich ja kennst, und ich so ein Typ bin, wenn ich keinen Bock hab, dann habe ich auch keinen Bock. Ja. Ja, hatte ich halt demzufolge keinen Bock. War so richtig nicht. Ja. Habe ich gebockt, sozusagen. Passend. Also mir ging es so ähnlich, ich war als Kind, da war ich schon 9 oder 10, bin ich ins Ringen gegangen. Ins Ringen? Ja, das ist bei uns hier in dem Ort in Freiburg, wo ich wohne, ist das auch traditionell. Adolf Seger kennst du vielleicht. Nee. Er war 74 Olympiasieger im Ringen für Deutschland. Oh, okay. Und der ist von hier. Und da ist Ringen hier in der Ortsgrenze sowieso ganz groß. Wir ringen ja auch in der Bundesliga. Ja. Und dann wollte ich halt auch ins Ringen, weil ich dachte, das ist cool und das macht Spaß. Und dann war ich dort und dann hat der Trainer mich erst mit seinem Sohn ein bisschen ringen lassen. Der war 2 oder 3 Jahre jünger als ich. Also ich war 10 und der war 7 oder so. Ja. Und der hat mich so zusammengefaltet, dass ich heulend nach Hause gegangen bin. Oh. Weil dem sein Sohn natürlich schon seit er laufen kann, irgendwie mit dem Vater im Ring stand und der hat mich so zusammengefaltet, mir hat alles wehgetan. Und dann noch diese Scham dazu, ne, von so einem Jüngeren naja. Auf die Fresse zu kriegen, das war dann gleich erledigt für mich. Das war es dann mit dem Ringen, ja. Ist dann doch nicht so meins? Ja, das war dann so. Habe ich mich spontan umentschieden. Ja, das kann ich verstehen. Ja, also bei mir war es so, ganz, ganz, ganz als Kleiner sollte ich mal in den Fußball gucken. Und das war dann auch nicht so meins, weil ich damals echt mit Fußball noch nichts anfangen konnte. Und danach kam es Handball kurz, aber halt auch echt sehr kurz. Bis ich dann nach ein paar sportlosen Jahren, was auch nicht stimmt, also ein paar vereinslosen Jahren, sagen wir es so, bin ich dann zum Radsport gekommen bin. Und da habe ich dann auch wirklich, weiß gar nicht, 3, 4 Jahre war ich da im Verein. Weil ich das halt auch wollte. Das war der Unterschied. Das ging dann von mir aus und dann läuft's auf einmal. Ja, ich habe lang Tischtennis gespielt als Kind. Tischtennis? Glaub, das ist ja auch seit cool. Im Alter von 6 bis ich dann ins Fußball bin, bis 12, genau. Weil das musste ich dann aufhören, weil meine Mutter hat immer gesagt, du darfst nur eins machen und das machst du dann richtig. Dann musste ich Tischtennis aufgeben und war dann halt im Fußball. Bereust du das im Nachhinein? Nein, Tischtennis war schon immer cool eigentlich. Macht mir heute auch noch Spaß. Warst du gut drin? Ich war nicht schlecht. Ich war jetzt nicht die Mega-Bombe, aber ich war im mittleren Drittel, würde ich sagen. Okay. Wir haben da auch immer so Meisterschaften gehabt und dann musste ich mal gegen den, auch wieder Sohn vom Trainer, musste ich gegen den spielen. Ich habe gegen den gewonnen. Oh Gott. Das war Weltuntergang. Der hat wochenlang nichts mit mir geredet. Oh je. Weil das waren hier die Bezirksmeisterschaft und der war da so ambitioniert und ich habe ihn aus dem Turnier gekickt. Ach du Kacke. Ja. Okay, das ist der natürlich... Der war eigentlich wirklich gut. Das war wirklich der Beste und der hatte auch richtig Talent. Okay. Und irgendwie in dem Spiel hat er halt keinen Stich gegen mich gehabt, weil irgendwie bei mir lief's halt gut. Und dann war er schwupps raus. Also das kenne ich auch. Da gab's einen beim Radfahren, der war halt auch so total ehrgeizig und ist auch irgendwie alles gefahren. So Straße, Mountainbike, Cross, dann noch auf der Bahn. Also einfach alles, überall mitgefahren. Und der war eigentlich immer total nett zu mir, wenn wir uns irgendwo getroffen haben bei Rennen oder so. Aha. Bis ich ihn dann einmal beim Sprint auf der Bahn 3-mal hintereinander geschlagen habe. Und da war es vorbei mit der Freundlichkeit. Da hat er mich dann so... Boah, der hat mir schon... beglückwünscht hat er mich dazu. Aber auch nur so mit knirschenden Zähnen, weißt du. Also, der hat dann eine richtige Krawatte, glaube ich. Der wollte dann nichts mehr von mir hören danach.
Ich sag ja, der Trainersohn, der war dann richtig. Der hat mir nicht mal Shake Hands gegeben nach dem Spiel. Der war so stinksauer. Hm. Oh je. Ja, es war damals auch hessische Meisterschaft, wo ich den da geschlagen hatte. Also drum war der echt pissig. Ich habe mich dann auch eigentlich nicht mehr so ins Tischtennis getraut, nachdem ich den da aus dem Turnier gehauen habe. Oh nein. Sehr doof. Weil sein Vater war natürlich von ihm ein bisschen enttäuscht. Er ist nicht sauer auf mich, weil ich habe ja gewonnen. Mhm. Er war ein bisschen stinkig auf seinen Sohn, weil er gegen mich auf die Mütze gekriegt hat. Okay. Naja, das kann man verstehen, klar. Irgendwo. Also, ja, es gibt halt so Eltern, ne? Die sind dann so mega ehrgeizig und so. Wahrscheinlich noch ehrgeiziger als die Kinder selbst. Ja. Das war eh der Tischtennistrainer, der war auch bei uns hier im Freibad. Den hast du nur an der Tischtennisplatte gesehen. Der war jeden Tag im Schwimmbad und von morgens bis abends stand er nur an der Tischtennisplatte. Du Kacke. Und hat mit allen Tischtennis gespielt. Tja. Was soll man dazu sagen, ne? Ja. Ja, welchen Sport ich natürlich auch mal gemacht habe, das war Schach. Wenn man das als Sport ansieht. Ach so, ja, aber auch im Verein oder was? Ja, also bei der Schule gab es eine Schach-AG und über die bin ich dann eine Zeit lang im Verein gewesen, tatsächlich, ja. Aber nicht lang. Wobei, so 2-3 Jahre könnten es auch gewesen sein. Okay. Da habe ich auch einmal den, die hatten da so einen, der war irgendwie so, keine Ahnung, 65 oder sowas, der war auch in dem Verein drin. Das war so voll der geachtete Mann, weil er irgendwie schon mal bei der deutschen Meisterschaft ziemlich weit gekommen ist und so. Und oh, ganz guter. Und den habe ich einmal voll in Verlegenheit gebracht, was mich echt überrascht hat. Weil er hat dann trotzdem noch gewonnen, weil er einfach besser war. Okay. Aber ich hatte so eine Eröffnung, die habe ich für mich gewonnen. Das war, ich weiß nicht, wie gut kennst du dich mit Schach aus? Wahrscheinlich nicht so, oder? Doch, schon ein bisschen. Ja, schon ein bisschen. Ich weiß nicht, kennst aber du... Aber ich weiß nicht, wie die Eröffnungen heißen oder so. Es gibt eine Eröffnung, die heißt Königsgambit. Okay. Da verschenkst du praktisch einen Bauern, der ziemlich nah am König steht. Den gibst du einfach her. Ich glaube so beim zweiten oder dritten Zug direkt. Und die meisten Gegner schlagen den dann natürlich weg, weil sie sich denken, ja gut, dann schlage ich den halt, wenn du Depp den nicht deckst, ne? Aber der Vorteil dadurch ist, dass du dann viel mehr Platz und Raum und Zeit hast, um deine Figuren zu entwickeln. Und wenn du es richtig anstellst, stehst du dann hinterher viel besser da als dein Gegner. Mhm. Und der hat irgendwie nicht damit gerechnet, dass ich das überhaupt kann oder so, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich den damit bis so in die Mitte von der Partie ungefähr, habe ich den damit echt in Verlegenheit gebracht. Und okay. Dann war er halt dann doch besser, muss man ganz ehrlich sagen. Da hat man schon gemerkt, dass er es drauf hat, weil er hat es dann noch mal ordentlich rumgerissen. Aber bis dahin war ich schon stolz auf mich. Und die anderen auch vom Verein. Naja. Fritte Stolz. Stolz. Ja, ich auch. Du auch? Ja. Nee. Doch. So, wir sind jetzt hier gerade bei den letzten 7 Kilometern. Von daher mache ich mal wieder ein bisschen Rennkommentar. Und was ich echt sagen muss, das haben die hier doof gemacht. Ich glaube, in echt ist es auch so. Das Ziel von dem Frankfurt-Rennen ist ein Rundkurs. Was doofe ist, dass halt die ganzen überrundeten Fahrer hier auch langfahren. Und das ist dann natürlich mega unübersichtlich einfach irgendwann. Wenn hier 1000 Leute durch die Gegend fahren und du nicht weißt, wer wo warum ist. Und wer jetzt eigentlich vorne ist und wer nicht, ja, das ist doof ist einfach. Das ist wirklich nervig einfach. Aber man kann zum Glück mit dem Mausrad scrollen und dann weiß man, wer vorne ist und wer hinten ist. Das ist ganz gut, aber. Naja, so ist. It's not the yellow from the egg, sag ich mal. Okay, Andreas Stauff zieht jetzt schon mal den Sprint an für Gerald Jurek. Ja, wird wieder eng. Chanel ist da noch vorne. Gibt es nicht irgendeine Modemarke, die so heißt? Nein, ist ja auch egal. So, Tulek zieht den Sprint jetzt an. Ben Swift kommt auch links. Die Frage ist, ob die den Franzosen Chanel noch einholen können. Swift gegen Tulek, die sind auch ziemlich auf einer Höhe. Und jetzt kommt der Zielstrich und praktisch alle drei sind auf der gleichen Höhe. Also Chanel gewinnt schon mal nicht mehr. Jetzt ist die Frage, Swift oder Tulek? Hey, wake up. Ich wurde angestupst. Warum? Ich auch.
Ich weiß es nicht. Okay, hier stand jetzt, Swift hätte gewonnen. Aber dann, das muss man mit Vorsicht genießen. Das möchte ich in der Wiederholung nochmal sehen. Oh nein, jetzt nicht Zweiter werden, bitte. Ach, Leute. Was würdest du davon halten, wenn wir jetzt hier Zweiter werden? Traurig. Traurig, Ja. Das wollen wir doch nicht. Nein. Okay, ich gucke mir gleich nochmal die Rennwiederholung an, wenn alle im Ziel sind. So. Wiederholung der Höhepunkte. Der Höhepunkte. So. Mann. Dumme Spacken alle miteinander. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, man kann ja hier so coole Sachen machen. Man kann ja hier so Sachen machen. Kann man eigentlich auch pausieren? Ja, kann man auch. Das ist schon mal sehr, sehr gut zu wissen. So, das heißt, ich zoome jetzt mal richtig nah ran. Gucken wir das Ganze von der Seite an und dann versuchen wir hier so eine Art Foto-Finish zu machen. Also das Spiel meint, Ben Swift hätte gewonnen. Zumindest auf den ersten Blick. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass dann im Endergebnis doch nochmal was anderes steht. Boah, waren die schnell unterwegs. Das sieht man von der Seite erstmal richtig. Also, paar Meter vom Ziel war Tulek noch vorne. Das war so knapp. Dass ich es nicht mal sehe in der Zeit, in der Wiederholung. Okay, wir gucken aufs Endresultat. Ben Swift gewinnt tatsächlich von Sky. Zweiter wird Gerard Ciolek, dann Chanel. Vierter wird Andreas Stauff. Fünfter Colbrelli, dann Andy Schleck, Bob Jungels, Stefan Schäfer, Stefan Schumacher und Walgren wird Zehnter. Kennst du den Stefan Schumacher vielleicht? Ich glaube, der kommt auch aus Freiburg. Michael und Ralf. Was, ich aus Freiburg? Ich glaube, der kommt aus der Ecke. Nee, den kenne ich nicht. Der war kenn mal nur Jan Ulrich. Jan Ulrich? Nee. Ja. Der war mal für Gerolsteiner am Start. Und war mal ein richtig guter. Und jetzt? Naja, mittlerweile hat er eine Sperre abgesessen und jetzt ist er nicht mehr ganz so gut. Eine Dopingsperre? Ja. Der Arme. Ist ja meistens so. Also ich google jetzt extra für dich, wo der herkommt. Okay. Wo ist denn Ostfildern? Nicht bei uns. Ostfildern ist eine Stadt in Baden-Württemberg. Direkt südöstlich der Landeshauptstadt Stuttgart. Ja, das ist weit weg. Ja? Ja, aber so weit jetzt nicht. Naja. Das ist im Schwabenland. Okay. Ja, okay. Das sind Schwaben, die kann ich nicht dazu zählen. Das waren die mit den Bäumen, ne? Und, ja. Naja gut, jetzt sind wir Zweiter geworden, ne? Zweiter, ne? Doch, nur Zweiter. Mhm. Ja, hinter Ben Swift. Traurig. Und im Jahr davor waren wir sogar Dritter. Oh nein. Leute. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie kriege ich es echt hin, ständig die Rennen zu verkacken. Tja. Du musst eine andere Taktik nehmen. Ja, ich weiß nicht. Kann sein. Na gut, egal. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Dann wieder bei der Tour de Romandie. Mein Gott, haben wir jetzt viel Sachen nebeneinander am Laufen. Sehr schrecklich. Gut. Bis dorthin. Tschüss. 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 Tschüss.